Einfach ein Parfum mit Beleuchtung. Hä? Rich, rich. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Dienstag starten wir mal ohne schaumigen Cappuccino in ein Video, weil ich habe gerade eben schon einen getrunken zum Frühstück und ja. Viele Leute haben mir gesagt, also ich wurde schon während des Streams damit belästigt, dass ich mir das auch anschauen soll, während Monte das live gemacht hat. Wir schauen es uns jetzt im Nachhinein an. Und zwar 4000 Euro, okay, Parfum-Paket von Marc Gebauer. Live-Unboxing Montana Black Highlights. Parfum-Unboxing, Platz 1 auf Trends in der Kategorie Gaming. Let's go. Von Marc bekommen mit den Parfums, das ich noch auspacken will. Wollen wir es jetzt direkt als erst machen oder was? Dann kann Fabi mit Probe riechen. Okay. Wie viele? Jo, Alter. Hat er das gekauft oder hat Marc ihm das einfach auf den Nacken gegeben? Ist jetzt die Frage. So, Parfums. Natürlich auch sicher verpackt, Digga. Da sind teure Parfums bei. Sehr teure Parfums. So. Ich habe gekleckert. Das ist natürlich schlecht, aber es ist ja eh nur Wasser. Von daher. Für Memo. Oha. Für Ehrenbruder Memo. Ein verpacktes und eins, was offen ist. Oha, keine Ahnung, wie das... Ich bin gespannt, wie viele ich davon kenne. Ich habe nur einen aufgestaffelten Haufen gesehen. Es sah mau aus. Da waren nur irgendwelche Xerjoff-Düfte bei, die Marc halt immer benutzt. Eis, Digga. Uff. Ui. Vor allem, wenn der Karton so riesig ist. Bro. Die für Memo packe ich schon mal. 4000 Euro. Beiseite. So, die sind alle für mich. Zack. Oha. Ja, moin. Eine Ladung Haschisch habe ich auch noch bekommen. Also Marc. Marc Gebauers Kaffee. Marc, kleine Message an dich. Ich würde mich freuen, wenn du mal so Kapseln für den Espresso rausbringen würdest, weil dann würde ich auch gerne welche haben. Marc, du kannst auch echt übertreiben mit dem Einpacken, ne? Oh, das wäre wieder ein Krampf, die Scheiße loszuwerden mit dem Glückpack hier. Boah, was ist denn das für ein dicker Oschi? Digga, wie viel habe ich denn bitte schön bestellt? Ich habe zu Marc gesagt, das ist ja so, der handelt ja mit Uhren, Schmuck, alles. Mhm. Und ich habe zu ihm einfach gesagt, Marc, pack mir einfach mal die besten und teuersten Parfums ein, die du hast. Ganz klar. Weil er gleich die großen Flaschen nur, weil er Geschäftsmann ist. Oder? Da hat er einfach direkt die Chance gewittert, Kappa. Also da weiß ich jetzt schon, Digga, meine Nase wird absolut zerstört sein nach der Geruchsprobe hier. Das wird auch. Boah, das ist echt hart viel, ne? Eigentlich bräuchte ich so. Perfekt. In so Parfumläden hast du doch immer so Kaffee, wo du dann riechen kannst, um die Nase zu neutralisieren. Das hat Marc auch direkt mitgeschickt. Five Head Move. Gar nicht mehr auf, Digga. Das hört auch gar nicht mehr auf, Chef. Digga, war es jetzt hier? Ja, das war's. Geht ja noch. Uff. So, ich mach die Kamera nach unten, dass ihr hier alles seht. Ja, wo fangen wir an? Genau, ich wollte mal wegen Preisen gucken. Wenn man zu viel Geld hat oder wenn man einfach nur gerne gut riecht. Also, wir haben hier Düfte von 89 Euro bis 720 Euro ein. 720 Euro ein Duft, Alter. Das ist auch echt krank. Das habe ich noch nie ausgegeben. Das teuerste war, glaube ich, 400 für so ein fucking Fabulous oder so. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, oder? Ja, 404, 100 Milliliter fucking Fabulous. Das war mein teuerstes, glaube ich. Eine Flasche. Aliot Absolut Extra de Parfum 100 Milliliter. Welches ist denn das? Hier steht nirgendwo Name drauf, Mann. Okay, dann gucken wir als erstes das hier. Warte, was kostet das? Aber die sind alle von derselben Marke fast. Xerjoff und das andere ist irgendwas mit Terenzi. Ah ja, hier. Erba Pura. Costa Quanta. Och Mann, ey, mit dem Handy ist jetzt einfach scheiße. 255 Euro. Der Aal hier. Das, also, Chat, versteht mich nicht falsch. Das geht noch, finde ich. Wenn ich mir überlege, was... Ja, stimmt schon. Wie kostet beispielsweise, was ich auch sehr gerne benutzt. Also es ist schon sehr teuer, aber es ist verhältnismäßig... Verhältnismäßig für einen guten Duft kann man auch mal 200 Euro zahlen. Ich bin ja ein sehr großer Freund von den Creed-Düften, das wollte ich sagen. Und die Creed-Düfte liegen auch alle bei 200 Euro ungefähr. Natürlich ist das preislich relativ hoch für ein Parfum. Ich finde aber im Verhältnis... Für was nochmal? Für ein Parfum? Ah ja. Zu den Düften, die ich jetzt habe von Creed, ist das auch in der Preiskategorie. So, dann wollen wir mal gucken, Digga. Ich sehe schon, komm nicht, ein Duft davon gefällt mir, Kappa. Besser als das Geld im Casino zu verzocken, oder? Und ich... Ja. Predige das auch seit Tag 1. Unterhosen, Socken und Parfums. Davon kannst du nie genug haben. Ah! Ja, stimmt. Goethe.
Ja, die Marke kenne ich, Digga. Von denen habe ich schon zwei Stück, Lul. Wäsche immer von der Optik auf jeden Fall. Guck mal, wie das ist so richtig flauschig. Samt. Bin ich mal gespannt, wie das riecht. Die haben immer einen sehr eigenen Geruch. Ja, die riecht irgendwie wie die anderen beiden, Lul. Der riecht, Fabi, mach mal einen Probeschnüffler. Riecht Frauenduft, finde ich. Wie Frauenduft findest du? Oh, no front, Fabi. Das war's komplett, Digga. Danke, Fabi, für deine Wahl. Ey, wirklich, ich hab's genommen. Das war auch das letzte Mal, dass ich den Stream nach meiner zu einem Duft gefragt habe. Ja, der schnüffelt sonst nur so Fischgerüche ein am Aquarium. Dann ja, kommt auch gerne mal ein Front bei Luxusdüften bei raus. Was? Findest du das gut? Ich finde das exklusiv, ja. Ich finde nicht, dass das wie ein Frauenduft riecht. Das riecht sehr süß. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an One Million zum Beispiel. Mhm. Oder ist das eventuell ein Frauenparfüm? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich glaube, viele Parfums sind ja auch Unisex. Aber warum soll er mir Frauenparfüm schenken? Nehmen wir mal den hier. Xerjoff. Wird das so ausgesprochen? Alle. Ja, ich denke, oder? Xerjoff. 495 Euro. Ja. Das ist eine Hausnummer. Ja, aber dann machen wir jetzt auch 495 Euro glücklich. Oha, die Verpackung fühlt sich ja schon übel. Nur das Papier, Digga. Aha. Schon sexy. Und das ist schon... Oh. Ja, das ist wieder das Gleiche. Ja, das ist auch wieder von der Marke, Digga. Jetzt haben wir nach vorne verglichen und Fabi sagt jedes Mal, Digga. Ach, sind noch drei andere von denen, das war's komplett. Chat. Ja, ich sehe es gerade, Digga. Beste Leben, Kapi. Der Chat nimmt ihn einfach so hops. Das ist alles von derselben Firma. Ja. Doch. Das ist aber oft so bei Parfums. Du riechst so. Und du feierst es aber erst so nach einem Tag. Dann denkst du dir so, oh, hätte ich das Parfum gestern mal mitgenommen. Und dann geht man und holt das doch. Der riecht komplett anders als der, den wir eben hatten. Der riecht so ein bisschen... Das ist auf jeden Fall Männerduft. Der riecht so ein bisschen, finde ich, so nach so geil, waldig, Saunaaufguss. So ein bisschen Leder. Ja, der ist nicht schlecht, Digga. Der ist gut, ne? Ja. Förster angelehnt. Ja, der gefällt mir auch. Waldig. Ganz kurz, liebe Einbrecher, die bei mir immer eingebrochen sind, diese Kartons hier werde ich wieder in meinen Schrank reintun, den ihr schon mal aufgebrochen habt. Die sind aber leer. Also ihr könnt gerne wieder vorbei. Galgenhumor, beste. Kommen die Tür eintreten, aber alle Kartons, die in dem Schrank drin sind, sind immer nur leer. Nehmen wir nochmal hier, das nennt sich Name Rich. Aber ich bin auch Fan davon, von einer Marke viel zu kaufen, weil man ist halt einfach begeistert. Das ist bei mir bei Tom Ford Düften. Wood. Ist das hier auf der Rechnung drauf, oder was? Ist hier auf der Rechnung drauf, Digga. Alle schreiben immer, gönn Fabi eins. Schwarzarbeit aufgeflogen. Doch, Richwood da. 400 Euro. In der weißen Verpackung wäre das gedacht. Mhm. Aha. Aber mit Nummer und sowas. Was ist das denn, Digga? Limitiert. Alter. Sieht absolut aus, als wenn das... oh, Bruder, was los? Als wenn das Ding gestorben wäre. Wie ein Sarg sieht das aus, Digga. Sieht absolut aus wie ein Sarg, oder? Guck mal, aber schon edel von der Optik vorne. Safe. Der ist aber nochmal anders wieder. Ui. Ui. Der Schnüffelboss. Den finde ich gut, Digga. Riech mal. Oh. Ui. So, wir sitzen einfach alle hier, gucken uns das so an, können so nichts damit anfangen und gucken einfach nur zu, wie er an irgendwelchen Sachen riecht. Beste Leben. Oh ja. Der ist gut, ne? Das war ein ganz spezieller Geruch. Ganz speziell. Ne? Ganz ein spezieller ist das hier. Der riecht so ein bisschen so... Als ob das so eine Weinverkostung ist. Er weiß nicht, Moschus oder so nach Eukalypto oder so? Ich weiß auch nicht. Eukalypto. Ja. Eukalypto-Parfum ist das, glaube ich. Ja, mein Rüssel ist jetzt schon dicht am Kribbeln. Hast du Kaffee? Nee. Bro, Marc hat dir doch eben Kaffee geschenkt. Das riecht am Fischfutter, das stinkt auch an. Oh, aber der gefällt mir sehr gut, Digga. Hui, Chat. Richwood, für die Leute, die 400 Euro übrig haben und sich das auch gönnen wollen. Du. Sehr guter Duft. Also das ist mein Favorite. Ja, die Leute schreiben sogar doch, Kaffee hat Marc auch mitgeschickt. Oh. Bis jetzt. Und das ist auch noch eine kleine. Was kostet eine große, Digga? Die hier kostet 400 Euro. Die kostet 500 Euro. Und ihr seht das Größenverhältnis. Dann haben wir... Irgendeine kostet noch 700. Noch eins von der Marke, Lul. Auch wieder eine kleine. Achso, wir wollen ja auch immer wissen, was die kosten. Oden hieß die oder sowas, ne? Oden. Oh, ui, Schnäppchen, Digga. 240 Euro. Schnapper. Wie geschenkt. Ui. Mm. Oh, Digga. Auch ein guter. Mhm. Der riecht gut, oder? Ja, wonach denn? Der ist mit am besten. Ich fand die beiden kleinen, die wir ausgepackt haben, die fand ich bis jetzt auch am besten. Ui. Ja, der ist gut, ne? Uden oder wie das hieß? Irgendwie so ein Zertifikat, eine Nummer, Digga. Nee, das ist der Breitengrad, wo das gemacht worden ist, oder? Nee, das was? Ist die Batchnummer. Also die Charge. Sicher? Dieses N und das Zeichen da oben? Nee, ja, N, N, O ist Number. Ach, ja.
Der nördliche Breitengrad war das. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Perfekt, Digga. So, das letzte aus der, von der Marke ist Luxor. Costa Quanta 295. Auch. Schnapper. Schnäppchen. Ui, hier spezielle Optik auch. Ganz spezielle. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Mhm. Ui. Die Größe ist schon ein bisschen dicht. Ja, riech mal, Fabi. Finde ich auch nicht schlecht. Was? Er hat einfach nicht? Kaffee. Das triggert halt beim Zusehen so geistesgang. Alle schreiben auch im Chat, Bro, du hast Kaffee. Wie Katzenpisse. Ja, dann ist meine Nase schon dicht. Das hat ganz, ganz krassen Geruch. Die Katzenpisse, meinst du? Also ganz... Ich riech nichts mehr, das ist das große ganz Problem ganz gerade. Ganz scharf irgendwie, aber die Flasche ist geil. Welches willst du sagen, du, Fabian? Das ist hier von Marc, was ist denn das? Gentleman's Choice Express. Ja, und er hat den Kaffee in der Hand. So. Ach, Digga, ja moin. Kaffee? Er hat Kaffee mitgeschickt zum Schnüffeln, Digga. Absoluter Ehrenmann. Ich hab gehört, was hat er denn sonst gedacht, was das ist? Ihr Hasch geschickt? Yeah. Also ich trinke ja keinen Kaffee, ne? Aber diese Kaffeebohnen. Das ist genius, dass er das gemacht hat. Das, Marc, Digga. Ja. Mann! Oh, jetzt bin ich aber auch befriedigt. So, Marc. Profi, Digga. Ich hab gedacht, Marc hat irgendwas raufgelegt. So als, also irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Er hat einfach eine ganze Tüte Kaffeebohnen raufgelegt. Five Head in den Chat, bitte. Welches, ja. Sag du, welches wollen wir als nächstes? Den hier? Ja. Okay. Das welches? Größte. Ist das für 790? Das kostet 720 Euro. Das ist das Teure. Das ist das Teuerste. Für 700... Das muss aber jetzt auch dann riechen, ne? Wie 720 Euro. 20 Euro. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Also wie viel ist da drin? Das weiß ich nicht, Digga. Wie kann man keinen Kaffee mögen? Ja, ich will jetzt auch den 720 Euro Geruch richtig wahrnehmen. Ciao. Oha. Digga. Das sieht schon... Single Special auf. Wirklich, als wäre da jetzt eine Patek drin, Alter. Was? Oder, ja, ja. Bro, was machen die für Filme bei einem Parfum? Allein das Ding ist hier schon absolut sexy, Digga. Wo geht's auf? Oha. Oh, das sieht schon böse aus. Uff. Yo, Alter. Als ob du so eine Grabkammer von irgendeinem Pharao plünderst. Uff. Schöner als jede Frau, die ich kenne, Digga. So, ist das. Also mit Echtheitszertifikat oder was hier wieder? Eine Gebrauchsanweisung oder sowas? Ich weiß auch nicht, Digga, was das ist. Oha, Digga. Also, das sieht schon. Chat, das sieht schon. Ich hoffe, Digga, das stinkt nicht wie Scheiße jetzt. Ja, das wäre echt ärgerlich. Mach du den ersten Riecher, Fabi. Gib nochmal den Beutel rüber, Digga. Ich brauche jetzt aber eine voreingenommene Geruch in der Nase. Mach eine live. Ich bin echt gespannt. Und mach live im Stream dein Gesicht. Das riecht wie das Beste von denen. Ernsthaft? Auch so ein bisschen minzig. Also gut. Naja, aber was meinst du, so ein bisschen an Menthol? Oh ja. Mhm. Mhm. Digga, das Ding wiegt mehr als mein Schwanz. Ehrlich? No self, Bro. Hört nochmal. Hart oder weich? Ich lass es einfach mal aufknallen, damit ihr mal merkt. Alter, das ist echt schwer. Ja, das riecht gut. Warte mal, welches war jetzt das andere Gute? Da kann man einen Vergleich machen. Die beiden. Ja, aber lass uns die Geruchssinne nicht kaputt machen wieder. Und noch Kaffee. Das riecht auch gut. Ja, also Chad, ist es nicht irgendwann auch nur noch einfach bei dieser Preiskategorie, dass es einfach nur noch dick aussehen muss? Ja, ich glaube auch. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Ich wollte das... Safe. Vor allem Jeremy Fragrance meint, ein Parfum kostet so in der Produktion 10 Euro. Dann wird so ein High-End-Parfum vielleicht maximal das Fünffache kosten. Will ich jetzt mal tippen. So, du kaufst aber für 720 Euro. Schön 670 Euro Marge in die Masse rein. Einfach mal probieren. Meine teuersten Parfums bis jetzt waren so 200 Euro, immer alle von Creed eigentlich. So, dann haben wir hier, das ist von derselben Marke, Kirke. 175. Die sind alle jetzt nur noch von derselben Marke. Das ist ein Schnäppchen, Fabi. Ui, mal eine ganz andere Optik. Ist das für eine Frau, Sascha? Das sieht aus wie die Verpackung von Tom Ford Metallic. Ja, so ganz grob, ja. Kirke? Ist das ein Frauparfüm? Ach, ihr labert. Ich riech absolut gar nichts mehr, Digga. Unisex? Er hat sich halt bei Marc einfach Parfums bestellt für 4000 Euro und sagt, ja, pack einfach irgendwas ein, da wird schon was Gutes bei sein. Oder Frauenduft, der riecht sehr süßlich, ja? Nicht so edel. Bin jetzt auch echt gespannt, wie das schnuppert. Kommt nichts raus, Digga, kaputt. Ah. Oha, richtig mit Druck. Hm. Ja, ich muss mal. Oh doch, den. Ja, Alter, du kannst halt auch wirklich nicht 9 Parfums hintereinander. Ja, die Nase ist dicht schon, aber man riecht noch. Da bringt auch kein Kaffee mehr was, da muss Härteres her. Ist schon was. Der ist gut, ne? Die riechen alle schon sehr ähnlich, aber der hat so ein bisschen herberen Geruch, finde ich. Kaffee Extrait de Parfum. Keine Ahnung. Ist auch nochmal ein dicker Oschi hier. Yo! Beleuchtung, Digga. LED.
Das ist natürlich ein fetter Pluspunkt bei Monte. Beste, Digga. Einfach mit Beleuchtung. What the fuck? Alter. Bro. Einfach ein Parfum mit Beleuchtung. Hä? Rich, rich. 390 Euro. Oh, die geilste Verpackung. Digga, hat schon gespritzt. Alles voller Parfüm, Digga. Doch. Den riecht man, ja. Ist sehr ähnlich zu dem hier, ne? Aber, ja gut, ist nur eine Kleinigkeit, aber Digga, du machst es auch. Die Verpackung ist ja wirklich wild. Da ist einfach LED drin, wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach eine Beleuchtung in der Box. Das war schon... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wollen wir es mal so sagen. Da lohnt sich ja fast schon, die Box zu klauen. Also insgesamt habe ich für die Duftsammlung bezahlt. Ja gut, wenn du das ja alles so kaufen würdest, ich habe mich vor ein bisschen vertan, 4 Mille. Da muss ich mal bei mir im Schrank ein bisschen aussortieren jetzt. Schnapper sagst du. Oh, Bruder, ich sehe es als... Guck mal, ich muss so sehen. Ich kaufe Parfum, pack das im Stream aus, verdiene gerade im Stream Geld. Crew oder Kevin lädt das auf YouTube hoch, ich verdiene auch nochmal Geld. Schon ja, da hast du recht. Wieder ein bisschen drinne. Und so wird auf einmal aus einem Parfum, was 400 Euro kostet hat, ein Parfum, was eigentlich nur 200 Euro kostet hat oder 150. Fabi, ich würde sagen, wenn das für dich in Ordnung ist, nimm das mit als kleine Erinnerung. Das hat dir auch gut gefallen, habe ich extra beiseite getan, das hat dir gut gerochen. Ehrenmann. Das ist nett, Digga. Kein Problem. Spür dir das heute Abend drauf und jalla noch auf die Frau. Kannst du mal ein bisschen nach Düften, Digga? Bin mir noch nicht ganz sicher, was das Highlight war. Das wenn da jetzt einer reinkommt, dann denkt er auch wirklich, was ist hier los? Auf Douglas an. Mit der LED-Beleuchtung? Dieses, welches waren das nochmal? Dieses dieses Kaffir mit LED-Beleuchtung, aber die beiden, Digga, dieses mit Zitrus, das, also der, dieses Uden ist mein persönliches Highlight, würde ich fast sagen. Ich muss sie hier mal runtertun vom Tisch, Digga. Eigentlich könnte man sich das mal so auf Testweise bestellen. Montes Lieblingsduft. Hm, wer weiß. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Dann sehen wir uns heute Abend um 18 Uhr auf Twitch und morgen auf dem Hauptkanal. Macht's gut. Peace.